Bänder zusammengehalten zu werden, die direkt an den Schädel genietet sind. In eine rostige Eisenplatte über seinem rechten Auge ist die Zahl 575 geätzt. Ihr Mund ist zugenietet und sie stinkt nach Balsamierungsöl. Immer Balsamierungsöl. Na, gibt's hier irgendwas Interessantes zu berichten? Okay. So. Staubmensch, hallo. Ich hätte ein paar Fragen. Ich bin hier, um jemanden zu treffen. Adam. Da haben wir jetzt schon zwei Schon gut. Gesagt, dass Adern und so. Nadel und Faden, wir haben jetzt zwei Nadel und Faden. Okay. Das heißt, wir können uns jetzt in einen Zombie verwandeln lassen. Das ist nett. Nett. Okay, was gibt's denn noch hier? Da gibt's. Diese Welt ist abgeschlossen. Bandagen. Passt ja. Gut. Blutgrinsel Talisman. Okay. Aufgabenliste in der Leichenhalle und Staubmensch Balsamierungszauber niedrig. Mal gucken, jetzt haben wir ein bisschen Zeug gefunden. 1 bis 6 sagst du, 1 bis 6. Anstatt dass wir mit dem Arm hier die ganze Zeit mit dem Arm von Nummer 985 wollen wir mit dem herumlaufen. Eisenstachel 1 bis 3. Initiative, Gewicht. Okay. Aber Aufgabenliste für die Leichenhalle. Jemand hat eine Reihe von Aufgaben in roter Tinte auf diese Fetzen Pergament geschrieben. Ich möchte, dass die vertraglich gebundenen Arbeiter dreimal täglich inspiziert werden. Am Ende jeder Arbeitsschicht. Wenn die neuen Eingeweihten ihre Schicht antreten. Wir haben in letzter Zeit zu viele Zusammenbrüche der vertraglich gebundenen Arbeiter erlebt. Während sie schweren Arbeiten nachgingen und ich fürchte, dass die Basimierungszauber, die anfangs auf die Leichen angewendet wurden, irgendwie verwesen oder verdreht werden. Wenn die vertraglich gebundenen Arbeiter alle 8 Stunden inspiziert werden und erweckt werden könnten, wenn sie zusammengebrochen sind, dann würde so die Rückstände von Hüllen im Vorbereitungsraum vermieden, so dass mehr vertraglich gebundene Arbeiter für andere Arbeiten zur Verfügung stehen. Mensch, das geht so nicht weiter. Ich möchte nicht, dass zusammengebrochene Leichen entsorgt werden. Wenn möglich, sollen die ursprünglichen vertraglich gebundenen Hüllen erweckt werden und ihre Pflichten wieder aufnehmen. Ich habe für die Eingeweihten im Dienst einige überschüssige Balsamierungszauber in die Regale gestellt. Sie sollten nur verwendet werden, wenn die Hüllen nicht mit Nähten, Bandagen oder durch Anwendung von Balsamierungsöl repariert werden können. Na, das war's, okay. Das ist Blutgrinsel-Talisman. Schnellzugriffszauber, das heißt, halt 9 Trefferpunkte, okay, das ist ein Heilzauber. Das ist, auch ein Heilzauber. Nein, niedrige Balsamierung hervor. Kann nur auf Namenlosen und Morde verwendet werden. Okay. Okay. Mag gut gehen. Jetzt direkt zum Zombie transferieren lassen. So düster hier. Nee. Endlich bin ich dabei dafür. So kann man die ganz einfach vernichten. Das Skelett ist in Kämpfe hinter sich oder ein paar Treppen nicht zu viele untergefallen. Seine Arme und Beine sind beide gebrochen und wurden mit Hilfe von Lederriemen und Stangen zusammengeflickt. Auf der Vorderseite seines Schädels steht die Nummer 863. Aber die Rückseite des Schädels ist nach innen gewölbt und bildet eine leere Höhle. Du stellst fest, dass das jemand ausgenutzt hat und ein zusammengerolltes Stück Pergament in den Schädel gesteckt hat. Du ziehst das Pergament aus dem Schädel des Arbeiters. Seltsamerweise sieht es so aus, als wäre der Schädel dazu bestimmt, Nachrichten aufzubewahren. Ein dünner Faden ist an dem Pergament befestigt und an einem Haken im Inneren des Schädels angebracht. Wenn du das Pergament nicht versehentlich raushält, löse den Haken und nimm das Pergament.
löst den Faden von dem Haken und überfliegst das Pergament. Sieht aus wie eine Notiz von einem der Wächter der Leichenhalle. Der Notiz nach zu urteilen, scheint das Skelett eine Art wandelnder Bote zu sein. Als du es noch einmal genauer betrachtest, stellst du fest, dass es vor der Totenbank stehen geblieben sein muss, weil es nicht wusste, wie es sie umgehen kann. Um Notizen Bücher, das kennen wir alles. Betrachte das Skelett genauer. Dieses Skelett sieht aus. Kennen wir. Das Skelett rundlich versuchen. Wir haben ihn gefragt, ob er die Knochenbrüche durch Kämpfe oder durch Treppen bekommen hat. Vielleicht mit Kämpfen gegen Treppen. Ob dieser Graubart wohl das, was dagegen hat, dass ich mir sein Knochengerüst ausleihe? Ich will das Gefühl nicht los, wenn dass du doppelt so nervig wärst, wenn du Arme hättest. Lass uns gehen. Ach, sehr witzig. Das artet wieder ins Gleiche hinaus. Die Nummer 1146 ist in die Stirn dieser wandelnden Leiche geritzt und ihre Lippen sind mit groben, schwarzen Zwirn zugenäht. Der gesamte Körper ist mit schrecklichen Namen übersät, schlimmer noch als deine eigenen. Selbst so, als ob sein Besitzer verbrannt wäre. Nase, Ohren und mehrere Finger sowie Zehen fehlen. Wahrscheinlich sind sie in einer verheerenden Feuersbrunst verbrannt. Als du der Leiche im Weg versperrst, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen, bleibt sie stehen und starrt dich mit leerem Blick an. Da gibt's auch nichts. Erledigt. Hier geht's auch nicht weiter. Erledigt. Aber hier unten gibt's auch nichts. Ah, guck mal, ein Staubmensch. Hey. Nein, ich hätte nur ein paar Fragen. Und zwar, ich will niemanden treffen. Adan? Kennst du ihn? Ah, schade. Da. Zombie-Arbeiter, habe ich mit dir schon geredet? Die Haut dieser Weibchenleiche ist über und über mit komplizierten Mustern tätowiert. Die Haut ihrer Braue ist zurückgepellt worden, sodass die Zahl 1148 in den Schild gemeißelt werden konnte. Ihr Mund wurde mit dicken roten Stichen versiegelt. Warum versiegen die eigentlich die Münder von denen? Sag mal, hast du nachher schon was vor? Danke für die angeregte Unterhaltung. Kein Date für den Namenlosen. Ich bin weg. Okay. Sei's drum. Erledigt. Hier unten. Diese modifizierten Leichen sieht so aus. Du willst mit mir reden? Nein, hab ich nicht. Ich bin hier, um jemanden zu treffen. Adan? Ihr gehört. Geh einfach weg. Schon gut. Adam. Unser guter alter Freund. Wo schon gut. Hin? Ich vermisse ihn. Adam. Ramsch. Brauch ich auch. Otto, kommst du? Erledigt. Nadel und Faden schon wieder. Nett. Ich bin weg. Heißt, wir haben ja schon zweimal Nadel und Faden. Das heißt... Was machst du denn noch hier? Redest du mit mir? Geht auch nicht. Okay, das nicht, mein Junge. Hier unten geht's noch weiter, habe ich so das Gefühl. Aber hier unten auch noch. Wollte ich so. Noch ein Zombie-Arbeiter. Du da, halt! Erledigt. Niemals! Oh nein, sie läuft auf uns zu. Du da, halt! Bleib endlich stehen. Tschüss zum Innersten der Leichenhalle. Hallo, du sollst ihn nehmen. Danke. Der Schlüssel sah ziemlich interessant aus, wie so... Ach nee, doch nicht. War nur Einbildung. Bitte beachtet meine Worte. Erledigt. Einfach nicht beachten. Zombie-Arbeiter und so weiter.
Hallo. Der fleischige Kopf der Leiche wurde eindeutig irgendwann abgetrennt und hastig wieder angenäht. Die verschiedenen Nähte, alle in verschiedenen Stadien der Auflösung, scheinen darauf hinzudeuten, dass der Kopf während seiner Arbeit ständig wieder abgerissen und erneut befestigt wird. Auf der Stirn ist die Zahl 79 eingeritzt und umgeben von einem gezackten Kreis, der offenbar ein Brandzeichen ist. Irgendwas Interessantes hier, den gezackten Kreis an. Der Kreis mit den Zähnen sieht aus, als wäre er vor langer Zeit in die Stirn der Leiche eingebrannt worden. Wahrscheinlich bevor der Mensch gestorben ist. Es könnte irgendein religiöses oder rituelles Symbol sein. Du merkst, dass einer der Winkel zwischen den inneren Fängen mit einem winzigen Dreieck versehen ist. Als hätte er eine bestimmte Bedeutung. Genau. Interessant. Wie ist diese Markierung? Ich habe mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Sag es. Die Leiche reagiert nicht. Sie scheint schon zu weit hinüber zu sein, um irgendeine deiner Fragen beantworten zu können. Ja, wie alle anderen Leichen, ne? Ist immer was Neues. Scheint die Leiche einer alten, ja uralten Frau zu sein. Abgesehen von dem Gestank des Balsamierungsöls, den Stichen, die ihren Mund versiegeln, und der Zahl 679, die auf ihre rechte Wange gestickt wurde, sieht sie jetzt wahrscheinlich kaum anders aus als in den letzten Jahren ihres Lebens. Charmante Worte, mein Freund. Die alte Frau voller Arsch, schade. Zombiearbeiter, hallo. Dieses belebte Skelett stinkt fürchterlich, als ob es erst vor kurzem präpariert worden sei. Sein Kiefer und die wichtigsten Gelenke sind straff mit Lederriemen umwickelt und ein roher Kittel ist ihm übergeworfen worden. Die Zahl 1221 ist ihm in die Stirn gemeißelt worden. Ja. Was ist mit dem Dino-Skelett, Morte? Morte guckt sich das Skelett genau an und schüttelt dann den Kopf. Nee, ich bräuchte schon ein frischeres als dies hier. Eins mit ein bisschen mehr Würde, ja. Okay, also gut gehen wir. Ich wollte ihn noch töten. Ich wollte ihn nicht töten, nein. Wozu der Kittel, bla bla bla. Das ist das Skelett gründlich. Euer Blut. Habt ihr das gesehen? Ach, nur eine Holzkeule. Ach, die lassen wir jetzt sogar hier. Schon gut. Weil ich sie wohl nicht mitnehmen. Oder er nicht mitnehmen wollte. Staubmenschen anfragen. Bah, Inventar voll. Bläh. Okay. Eisenstachel. Hört sich interessant an. Naja. Holzkeule. Die werde ich dir los. Ablegen. Ablegen. Dann können wir hier auch noch ein bisschen Platz schaffen. Danke. Schnellwahl, Zauber, Menü, Dingens. Handgelenk. Ach, okay. Leichenhallen, Dingen. Lederriemen. Schnell. Gegenstand, Schnellzugriff. Ich glaube aber nicht, dass ich das da irgendwie gebrauche. Das kann man so. Oh, nicht gleich so, ne? Ramsch. Interessant. Ah, ist egal, die lassen wir hier. Ach, okay, ein bisschen leicht, ne? Das kennen wir alles. Naja, gut. Jetzt können wir das hier nehmen. Gut. Stemmeisen. Okay. Auch genannt Brecheisen. Ich denke mal, Initiative, was soll das eigentlich sein? So, ich will lieber das haben. Gut. Und blablab. Nee, es geht nicht. Ich leg mal die wieder hier weg. Ja, okay. Jetzt hat er es ausgewählt. Gut. Staubmenschenanfrage. Eine Nachricht, die auf ein Stück trockenes Pergament geschrieben ist. Setz dich mit dem Nekromanten in Verbindung, der die Erweckung des Vertragsarbeiters 42 durchgeführt hat. Ich weiß, dass er das Skelett schon untersucht hat, aber ich bin mir sicher, dass die ursprüngliche Erweckung der Leiche abgewandelt wurde. Der Arbeiter reagiert nach wie vor auf Befehle. Hat er jedoch eine Aufgabe ausgeführt, fängt er wieder an, monoton im Kreis zu laufen. Ah. Den kennen wir. Nach Aussage von
Dahl hatte Arbeiter 42 diese Angewohnheit schon vor Jahrzehnten, als er noch ein Zombie war. Vielleicht existiert in seinem Knochen mag ein Seelenecho, oder aber das Alter des Skeletts ist für die Magie, die ihn zum Verfall bewegt, verantwortlich. Einer der Eingeweihten meinte, dass das Ganze auch auf einen Befehl eines höherstehenden Staubmenschen zurückgehen könnte. War. Aber ich habe in den Unterlagen nichts über einen derartigen Befehl finden können. Was auch immer der Grund für dieses Verhalten ist, die Angelegenheit muss geklärt oder der Arbeiter ausgetauscht werden. Weil er im Kreis läuft. Erledigt. Das ist böse. Er darf nicht im Kreis laufen. Wenn er das tut, dann... Ja. Gemütlich machen. So, hier geht's rein, da geht's auch nochmal irgendwie erledigt. Runter. Gut zu wissen. Hier sind noch Regale, die will ich auch nochmal kurz. Oh, Hammer! Schon gut. Hört sich doch nett an. Ich denke mal, das ist eine schöne Waffe für uns. Die Initiative, die ist auf jeden Fall höher. Oh, der sieht gefährlich schon aus. Schon gut. Denk mal, dass das Initiative vielleicht was mit der Schnelligkeit der ausgeführten Schläger zu tun haben kann. Beim Skalpell, ne? Kurzen, leichten. Erledigt. Messerche. Erledigt. Ist die niedriger als jetzt beim Hammer und der steht bei 6. Das könnte eigentlich ganz gut dafür sein. Das heißt, ich könnte eigentlich, dass der mit dem Skype 6-mal so schnell zuschlägt, ist vielleicht ein bisschen unwahrscheinlich. Das heißt, ich wechsle das lieber nochmal. Denn das, naja, gut. Man konnte auch hier runter. Will ich da runter? Ich will da nicht runter. Hey, manchmal. Was, wenn ich nicht will? Wenn ich nicht will. Super Wegfindung. Super Wegfindung. Oh, er hat's geschafft. Yay. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Ich gehe mal wieder zum Spitzel. Und gucke. Ich will ja Zombie werden. Ich bin weg. Mein Kosmetikberater, sei gegrüßt. Ein paar Fragen. Kannst du mich als Zombie verkleiden? Hier bitte sehr. Gegenstand eingebüßt. Der Zombie nimmt dir die Sachen ab und macht sich an die Arbeit. Versuch ganz still zu halten. Ich kann einfach nicht glauben, dass du das tust. Sag mal, wie übergeschnappt bist du eigentlich? Ganz schön übergeschnappt, nehme ich an. Der Zombie bestreitet 500 Erfahrungspunkte. Yeah, jetzt sehen wir aus wie ein Zombie. Der Zombie bestreicht dich mit Balsamierungsöl. Dann näht er verschiedene Narben zu. Er arbeitet von den Füßen aufwärts und vollendet die Tarnung, indem er deine Lippen zusammennäht. Danke schön. Kannst du seine Lippen nicht etwas fester zusammennähen? Hol's Mulmute. Der Zombie hält seine Hand hoch. Vorsicht! Reden zieht Fäden raus, ruiniert Verkleidung. Zombie nix reden. Du müssen reden. Reden langsam. Vorsichtig. Okay. Denk, dass niemand damit rechnet, dass ein Zombie spricht. Wenn du als Zombie jemanden ansprichst, riskierst du, dass man deine Verkleidung durchschaut. Ich hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Er runzelt die Stirn. Verkleidung, bald kaputt. Balsamierungsöl trocknet aus. Stiche gehen auf. Uff. Ne, wir wollen ja am Text bleiben. Er zuckt die Achseln. Wahrscheinlich Hulten nicht außerhalb Leichenhulle. Und nicht laufen. Du laufen, du Gunst für Kleidung ruinieren. Okay. Durchlaufen wird deine Zombie-Verkleidung sofort aufgehoben. Falls du Auto-Run eingeschaltet hast, denke unbedingt daran, es auszuschalten, wenn du deine Verkleidung beibehalten willst, nachdem du mit Waxes geredet hast. Wer ist Waxes?
nicke und noch einmal und dann gehe. Okay. Spieloption. Immer rennen, ausschalten. Fertig. Okay. Speichern nochmal. Und zwar könnten wir eigentlich auch direkt LP4 überspeichern. Überschreiben. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ich wurde ja auch gestört. Ich. Naja. Tschüss.